Ja. Wow. Willkommen zurück und weiter geht's mit einem neuen Projekt hier bei Dorian Pepper. Diesmal wird es sein The Lancaster League Crisis and Call Center, genau. Letztens hatten wir ja diesen, was heißt letztens, also ist auch eine Weile her, den O'Brien Park und jetzt geht es mit dem Crisis and Call Center weiter. This game contains flashing lights and images that may trigger seizures in individuals with photosensitive epilepsy. Viewer discretion is advised. Klicken Sie hier, um fortzufahren. For best experience, bla bla bla. Und natürlich das Licht aus, aber dann sieht man mich nicht. Spielen, Einstellungen, Volume, Auflösung, danke, spielen. Valerie wird immer noch vermisst. Hm. Vielleicht müssen wir noch einen Schritt weitergehen. Achso, das ist die vom ersten Teil und sie bringen jetzt immer Leaks raus, bis die dann gefunden wird. Wenn die Vertuschung eines Todesfalls nicht ausreicht, wie wäre es dann mit mehreren? Achso, da ging es um diesen Wendigo, ne? Im ersten Teil. Weißt du, die du... Was? Weißt du, die du moderierst? Schön, wie sie es übersetzt haben und die Umlaute und eine SZ zum Beispiel in anderer Schrift dargestellt werden müssen, weil das nicht in dem Alphabet da vorkommt oder in der Schrift vorkommt. Bandzweck, Nachbesprechung, streng geheim, Identitätsfähigkeitstest vorhanden, Status gelöst. BNL Call Center. Case konzentriert sich auf die Ereignisse, die sich im BNL Call Center zugetrugen. Der Standort ist irrelevant, es sei denn, die Entität wurde 3 Tage vor dem Ereignis entdeckt. Die Mitarbeiter wurden nicht benachrichtigt. Die Task Force Entity Research and Defense richtete umgehend Abhörmaßnahmen und Social Engineering Zugriffe auf Überwachungskameras und Computer ein. Ja, das wird ja jetzt was. Ashley Johnson, Bild 2. Ashley Johnson war eine alleinerziehende Mutter, die im Callcenter arbeitete und Überstunden als Hausmeisterin machte. Während der Ereignisse wählte das Wesen sie als Ziel aus, insbesondere nach Feierabend. Dieses Band konzentriert sich auf die beispiellosen Interaktionen, die Johnson mit Unternehmen und Diensten hatte, als Grundlage für zukünftige Forschungen zu I139, die Ärmste. Weil da steht nämlich, sie war eine alleinerziehende Mutter. Ja, ganz toll. Die chronologischen Ereignisse des Entity Capability Tests beginnen mit der ersten Aufnahme der Entität auf Film. Pause, Datum, keine ungewöhnlichen Aktivitäten. Abhörgeräte, Kameras und Computer, Spyware sind einsatzbereit. Das Thema beginnt nach der Arbeitszeit. Die Testperson ging zum Computer, um sich die nächtlichen Aufgaben anzusehen. Die Spyware ermöglichte den Zugriff auf das gerade angezeigte Thema, bevor mit den Aufgaben fortgefahren wurde. Okay. Hallo Ashley, können Sie sicherstellen, dass der Sicherheitspausen- und Lagerraummüll entsorgt wird? Mir fällt nichts anderes ein, als wird es heute Abend schnell gehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist da noch irgendwas? Nein. Okay. Wir sollen Müll entsorgen. Ganz toll. Die flitzt aber ganz schön durch die Räume. Ui. Ist das schon wieder so eine Tank-Control, oder? Meine Güte. So. Müssen wir hier rein? Na, das wird ja was, wenn ich jetzt vor der Entity fliehen muss und die ganze Zeit hier irgendwo gegen Wände laufe.
So, das nehmen wir mal mit. So, wo müssen wir das jetzt hinbringen? Das ist der Müllraum. War das? Da war doch gerade irgendwas. Das müssen wir mitnehmen. Und ich glaube, das war's, oder? Jetzt haben wir nämlich beide Hände voll. Wo bringt sie das jetzt hin? Die gesamte Filmabdeckung wurde mit versteckten Kameras. Ach so, okay. Das heißt, wir sind jetzt hier auf dem Klo und werden hier von dieser komischen Kamera da unten gefilmt. Aber im Endeffekt sollten wir jetzt nur Müll entsorgen. Sehr wild. War es das oder ist da noch das noch Müll, oder? So, okay, wir sollen entsorgen. Kann man das hier irgendwo? Ah, da ist noch Müll. Aber ich kann die nicht mehr mitnehmen, weil meine Hände sind voll. Frage ist jetzt gerade, wo muss ich jetzt den Müll entsorgen? Wo war denn jetzt der Müllraum? Nein, da war ich schon. Eieiei, jetzt navigiere ich mich ja wieder super hier durch. Da ging es nicht weiter. Ist das der Müllraum? Nein, ist er nicht. Mann, wo muss ich denn den Müll jetzt hinbringen? Flur. Kamera 7. Warte mal. Das ist der Besprechungsraum. Und hier habe ich meine Aufgabe abgerufen über den Monitor da hinten. So, können Sie sicherstellen, dass der Sicherheitspausen- und Lagerraummüll entsorgt wird? Mir fällt nichts anderes ein, also wird es heute Abend schnell gehen. Also Sicherheitspausen- und Lagerraummüll. Aha. Die Frage ist halt nur, wo ich den Müll entsorgen kann. Sicherheitsraum, da war ich jetzt schon drin. So. Also richtig mit Schmackes. So. Zeigt, dass sie ihren Job total lieb hat. Ja. Gut. Was tut man nicht alles für Kinder, hä? Habe ich gerade wirklich gesagt, den Job lieb haben? Ich meine natürlich den Job mögen. Oder sie liebt ihren Job so im übertragenen Sinne. So, da ist nichts mehr drin. Hier war aber noch irgendwo ein Raum. Ich glaube, das waren jetzt beides diese Toiletten. Ja, da war nichts mehr. Hier habe ich jetzt mitgenommen. Ach Gott, wo war jetzt nochmal der andere Raum? Badezimmer. Für Frau. Also für Frauen. So, da war was. Ja, hier. Der muss jetzt auch noch mit. Und hier war auch nichts mehr. Okay. War's doch das jetzt, oder? Dann müssen wir raus. So. Da ist die Tür offen übrigens. Die Testperson geht durch die Vordertür, während die Aufgaben erledigt sind.
Person geht durch die Vordertür. Während oder? War da hinten gerade was? Ist da gerade hinten am Ausgang was gewesen? Die Testperson beendet ihre Aufgabe und geht nach Hause. Dies ist das erste Mal, dass das Wesen auf einem Film festgehalten wurde. Das Subjekt bleibt sich der Identität nicht bewusst. Ja, da hinten war das Bild der Identität. Alter. Da hinten irgendwo bei der Tür. Oh, jetzt war ich gerade ein bisschen. Oh. Es gibt echt überall Kameras, ne? Beginn der zweiten Nacht. Die Identität wurde seit gestern. Die Entität, mein Gott. Abend nicht mehr gesehen. Keine Mitarbeiter ist sich der Anwesenheit des Unternehmens bewusst. Die Entität wird aggressiver. Das Subjekt beginnt mit der Arbeit nach Feierabend. Ach Gott, was heißt jetzt, es wird aggressiver? Könnten Sie mit den Toilettenabfällen, dem Besprechungsraum und dem Eingangsmüll beginnen? Ach ja, auch das Geschirr. Überprüfen Sie Ihre E-Mails, wenn Sie fertig sind. Vielleicht fällt mir noch etwas anderes ein. Toilettenabfälle, Besprechungsraum, Eingang und Geschirr. Ey, ist das ja jetzt richtig hier. Ja, na dann, wollen wir mal. Also, warte mal. Das ist Toiletten. Dann haben wir den Eingangsbereich. Ja. Wow. Die ein Schwein, dass sie es gerade nicht gesehen hat, was dahinter ihr war. Was war denn das für ein Ding? Die kann echt jetzt froh sein. So, wieder mit Schmackes da rein. Weg damit. So, Toilettenabfälle waren's. Dann war es Lagerraum, oder? Nee. Oh Gott, das habe ich jetzt wieder vergessen. Aber Geschirr war auf jeden Fall mit dabei. Besprechungsraum, das war's. So, das muss ich jetzt noch rausbringen. Boah, es ist irgendwie ein bisschen unangenehm. Aber ich finde es irgendwie ganz cool, wie sich die Reihe, weil es ist jetzt, glaube ich, der zweite Teil von diesem Lancaster League, wie sich die weiterentwickelt hat irgendwie, weil das erste war so Ego-Perspektive, jetzt haben wir halt diese Kameraperspektive, was eigentlich auch eine ziemlich coole Idee ist, wenn ich ehrlich sein soll. Ist auch nochmal ein Müllbeutel. Mist. Hab ich jetzt nicht gesehen. Aber deswegen auch Toiletten. Nicht nur Toilette. Naja. Gut, dann rennen wir nochmal raus. Wir sollten jetzt nämlich alle Müllsäcke haben. Ich glaube, das sind dann genauso viele, dass sich das dann ausgeht mit zweimal rausbringen. Aber jetzt muss ich halt ein drittes Mal raus. Naja. Gönne ich mir halt nochmal. So, weg damit. Wo war jetzt der Pausenraum nochmal? Der war. Git. Was ist das überhaupt für eine Entität? Und warum ist die jetzt dann so hinter ihr dann her? Das schließt sich mir noch nicht so ganz. So, jetzt muss ich das Geschirr aufräumen. Das heißt, ich muss jetzt hier die Teller abräumen, oder wie? Ja, okay. So, der Teller kommt mit. Der Teller kommt mit. Und abwaschen. Ich hoffe, sie haut die da nicht so rein wie die Tonne. Ich meine, jetzt in der. Der Betreff kehrt zum Computer zurück, um seine E-Mails zu lesen. Der Betreff.
an, die hat einen Namen. You are my happy place. Schön. Stellen Sie sicher, dass Sie den Drucker im Besprechungsraum auffüllen. Im Lagerraum in der Nähe des Schalters sollte sich noch etwas Papier befinden. Das sollte alles für heute Abend sein. Drucker, Besprechungsraum, Lagerraum. You are my happy place. Ich bin mit Paint. Oh Mann. Ja, gut. Das wäre so ein Punkt, wo ich den Chef fragen würde, ob er mich verarschen will. Und wenn er sagt, du, das war ich nicht, dann würde ich mir andere Sorgen machen. Da ist Papier. Okay, nehmen wir uns das mit. So. Also wir müssen jetzt im Besprechungsraum erstmal die Tinte auffüllen, oder was? Nee, wir müssen einfach nur das Papier nachfüllen. Da, im Drucker. Ist das da? Ja. Na, ganz toll. Oh Gott. Das Subjekt untersucht den Stromausfall, indem es zum Unterbrecher im Lagerraum geht. Oh Mann, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, sie rennt aber jetzt ganz schnell. Wo ist dieser? Oh Gott, das ist. Geht durch den Vordereingang. Wir sind schlecht in der Nähe herum. Boah, ich will hier raus. Oh, da war es gerade. Dieses anhängliche Ding. Das seltsame Verhalten des Wesens, seine Beute zu spielen und zu verfolgen, lässt sich am besten in Nacht 2 dokumentieren. Trotz seiner unmittelbaren Begegnungen ist sich das Subjekt der Entität nicht bewusst und tut die Ereignisse als Einbruch ab. Naja. Wird sich dann noch eskalieren, denke ich mal. Am faszinierendsten ist möglicherweise die Tatsache, dass das Wesen die Überwachungskameras mit Strom versorgt hat. Erst nachdem wir die Ereignisse entdeckt hatten, wusste das Wesen, dass wir es beobachten und erlaubte es. Oh Mann. Datum 23.03.1996. Das Subjekt beginnt mit der Arbeit nach Feierabend. Oh, irgendwie tut es mir echt leid. Erstens ist sie alleinerziehende Mutter. Und zweitens reißt sie sich hier im Unternehmen den Arsch auf, damit sie von der Entität irgendwie. Urgent, open now. Wie ich heute Morgen mit denen besprochen habe, tut es mir zutiefst leid, was gestern passiert ist. Ich habe den Wachmann zusätzliche Stunden gegeben. Leider ist etwas mit unseren Kameras durcheinander geraten, sodass wir kein Filmmaterial haben. Machen Sie es sich heute Abend gemütlich und erlegen Sie einfach den Müll im Lagerraum, den Müll im Besprechungsraum und das Geschirr. Danke, James. PS, bitte erzählen Sie mir den Rest der Mitarbeiter nicht, dass wir einen Einbruch hatten. Lagerraum, Besprechungsraum und Geschirr, oder? Lagerraum, Besprechungsraum, Geschirr. Passt. Ich hoffe, wir finden den Security-Mann nicht irgendwann tot, ne? Warte mal, Besprechungsraum ist weiter oben. Blödsinn. Wo ich den jetzt hin? So, da muss ich hin. Das ist der Müll. Das macht mir gerade echt übelst Laune, das Game. Das ist richtig, richtig gut gemacht. So. Kurz raus. Und rein damit. Wäre lustig, wenn wir jetzt gehen und der Müll wieder rausfliegt. Wäre auch mal machen können. Ah, gut, jetzt machen wir noch das Geschirr und dann hätten wir die Nacht doch überstanden. nein? Okay.
So, einmal das. Sind das die gleichen Teller? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ich glaube, ich bilde mir das jetzt ein. Naja, sei es drum. Wir hätten dann alles. Können wir gehen? Wo klingelt das Telefon? Wo ist denn ihr Telefon? Wo ist hier ein Telefon? Hä? Ich sehe das Telefon nicht. Pausenraum. Hä? Check ich gerade nicht. Okay, keine Ahnung. So, es ist an dem. Oh Gott. Der Proband wird durch einen kurzen Anruf abgeworben. Der Strom wird unterbrochen, das Telefon bleibt jedoch eingeschaltet. Es wird davon ausgegangen, dass die Person dies auch bemerkt hat. Schon wieder. Wo ist denn der Security, wenn man den braucht? Hey, Security Guy, wo bist denn du? Was? Oh oh. Was? Triff vorliegt die Entscheidung über das eingeschaltete Telefon, die Notrufnummer anzurufen. Du hättest doch auch fliehen können, du dumme Nuss. Das war jetzt dumm. 911, what's your emergency? Please help! There's someone, something following me! Ma'am, I need you to remain calm. Where are you? I'm at one of the offices. Please, just send somebody to help me. Does the intruder have any weapons? No. No, it's not a human. Like one person's on four legs. Ma'am, are you on any medication or substances? No! Are you taking me seriously? For fuck's sake, send someone! Officers are on the way. You should remain in place and hide if possible. Das Subjekt wurde während eines Telefongesprächs mit dem Krisenakteur von einer Entität getötet. Um den Test der Entitätsfähigkeit fortzusetzen, wurden Agenten eingesetzt, um den Tatort zu säubern, dass die Callcenter-Mitarbeiter keinen Verdacht schöpfen. Just hand me the peroxide and let's get this over with.
Nachdem die Leichen des Probanden und des Sicherheitspersonals entfernt waren, war der Tatort bereit für weitere Tests. Das Wesen kehrte am 24.03. zum Tatort zurück. Das folgende sind kurze Clips, die um 18 Uhr passierten. Das Verhalten und die Fähigkeiten des Wesens werden später besprochen. Um 18.03 Uhr positioniert sich das Wesen unter Ausnutzung der Deckenfläche am Eingang. Nach dem Tod des ersten Opfers wurden die Telefonleitungen sofort unterbrochen. Das ist so gemein. Der steht da draußen und lässt die Tür einfach zu. So ein Arschloch-Move. Wow. Guckst du jetzt gleich in die Kamera? Gut, ich war irgendwie doch vorbereitet. Ergebnisse der Fähigkeitsprüfung. Der Entitätsfähigkeitstest war ein Erfolg und ermöglichte die Klassifizierung der Entität, die auf der nächsten Folie besprochen wird. Die Schuld an dem Massenunfall wurde Ashley Johnson zugeschrieben, die nach ihrer Entlassung eine Massenschießung verübte. Es wurden Medienunterdrückungstechniken eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Nachrichten nicht der lokalen Ebene entgingen. Oh. Knöchellaufer oder Läufer. Bedrohung 3, schwer. Eindämmung 4, schwierig. Nutzen 4, signifikant. Knöchellaufer. Yeah. Okay, da haben wir schon die zweite. Bedrohungsbewertung der Entität. Wesen besitzen die Fähigkeit, mit Leichtigkeit psychologisch zu quälen und zu töten. Die Entität ist sich ihrer selbst bewusst und erkennt Beobachtungen von Erd an. Okay. Die Entität ist trotz ihres Erscheinungsbildes intelligent und in der Lage, Technologie zu nutzen und zu verstehen, um Opfer noch mehr zu quälen. Das Wesen ist oft inaktiv und wird nur sehr selten gesichtet. Auch diesen Grund wurde es als 3 schwer kategorisiert. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen schwierig, wenn die Schrift mittendrin wechselt und es immer so flackert. Bewertung der Entitätseindämmung. Schätzungsweise weniger als 10 Einheiten. Kann Hintertüren nutzen, um zu verschwinden. Erd hat das Wesen noch nicht, also EID hat das Wesen noch nicht gefangen oder getötet. Entity genießt es, gejagt zu werden, Fallen zu stellen und Erd-Agenten zu jagen. Aus diesen Gründen wurde es als 4 schwierig eingestuft. Es ist unwahrscheinlich, dass die Entität manipuliert werden kann. Entität, die wahrscheinlich das Opfer tötet, sobald sie ihre Beute ausgewählt hat. Wesen quälen Opfer oft psychisch. Mögliche Verwendungsmöglichkeiten: Einsatz auf feindlichem Territorium, Einsatz gegen EOS, Staatsfeind, Folterverhör. Erd muss lernen, wie man Entität dazu bringt, eine Person von Interesse anzuspüren. Das ist ja mal heftig. Schlussbemerkung. Für die Erfassung von I139 sind zusätzliche Mittel erforderlich. Um das Dienstprogramm freizuschalten, sind weitere Untersuchungen erforderlich. Zur Erkennung von Entitäten sind zusätzliche Tools erforderlich, um den Tod von Agenten zu verhindern und die Forschungsmöglichkeiten zu erhöhen. Die Erforschungen des Auftretens von Entität. Ich kann es nicht mehr lesen, was da unten steht. Es ist unbedingt erforderlich, eine strenge Betriebssicherheit aufrechtzuerhalten und die Öffentlichkeit über diese Vorgänge nicht zu informieren, um unnötige Panik oder Störungen zu verhindern. Natürlich. 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 Jeremy Fisher. Sehr gut gemacht. Finde ich wirklich, war ein super cooler Titel. Credits. Weiterfahren. Okay. Die Geschichte endet hier nicht. Na gut, hoffentlich nicht. Lesen Sie die zugehörigen
Aha, Geschichten, die ebenfalls von Jeremy Fisher verfasst wurden. Erwägen Sie, dem Discord oder dem Newsletter beizutreten, um über die Veröffentlichung des nächsten Spiels informiert zu werden. Entity Exam. Aha. Cool. Das war's. Lancaster League Crisis at Call Center. Das war jetzt der Titel, den wir gerade gespielt haben. Hat jetzt zum ersten Ableger, den wir ja in der Ego-Perspektive gespielt haben, wo wir auf dieser, ja, wo waren wir da unterwegs? Im Wald waren wir, glaube ich, unterwegs, ja. Und da hat uns ja dann so ein Wendigo zum Schluss dann überrascht. Hat sich dieses Game jetzt mit Kameraaufnahmen ausgezeichnet und wir haben die Person mit, ich glaube, das sind immer diese Tank Controls, oder ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die wirklich so heißen, aber man kann diese Figur steuern und sie läuft dann halt einfach so. Oh. Läuft dann über das Spielfeld, sage ich jetzt mal, indem man halt von oben oder von der Seite sie so halt steuern kann, ohne dass man halt fixiert hinter der Person ist, die man da spielt. Ja, das war auf jeden Fall ein cooler Titel. Ich sollte jetzt mal langsam zum Ende kommen mit meiner Ausführung hier und ich danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Projekt hier bei Drumpair, wenn ihr mögt. Und bis dahin, bye bye.